Hallo, mein Name ist Nico und heute gibt's für euch ein Format, das schon ewig lang nicht mehr auf diesem Kanal kam. Und zwar habe ich gefühlt vor Ewigkeiten mal ein Filmplakat zu Die Rote Königin erstellt. Und das kam so gut bei euch an, dass ich ja eine Abstimmung in den Kommentaren gemacht habe, welches Buchcover ich als nächstes in ein Filmcover umwandeln sollte. Also ein Filmplakat zu einem Buch erstellen soll, welches unbedingt verfilmt werden soll. Und da war die Abstimmung sowas von hardcore für Obsidian, dass wir heute zusammen ein Filmplakat zu Obsidian erstellen werden. Also dem Buch von Jennifer Armentrout. Wer das Buch nicht kennt, es ist in der Beschreibung verlinkt unten. Und es tut mir leid, dass es so lange nicht kam, aber diese Videos sind einfach so haufenweise viel Arbeit und die Zeit, die ich dafür gebraucht hätte, hatte ich aber in letzter Zeit nicht. Aber ich hoffe, dass das Video irgendwie zeitnah rauskommt. Unten in den Kommentaren sind wieder drei Bücher zur Abstimmung verlinkt. Also solltet ihr eines von diesen Büchern als nächstes Filmplakat sehen wollen, gebt einfach den Kommentar einen Daumen nach oben und damit ist das nächste Filmplakat. Und ich würde sagen, wir legen los. Das Gute bei Obsidian ist, dass die englischen Cover schon reale Personen auf dem Cover haben und ich habe mir gedacht, okay, ich bin richtig sneaky und nimm einfach mal die Personen von diesem Cover, denn ich finde auch, das sind die perfekten Leute einfach für Obsidian. Könnte mir jetzt keinen anderen vorstellen, die das übernehmen sollten. Ich habe erst an den Summerholder gedacht, aber es gab kein gutes Bild von den Summerholder, deswegen habe ich jetzt einfach mal das Bild genommen. Und zwar rede ich von diesem Bild. Ich finde, das Bild passt 1:1 zu dieser Story, zu einem Filmplakat. Und wie auch im letzten Video, ich versuche nicht allzu viel zu erklären, weil es dann nur fachmännisches irgendwas Zeug wäre. Ich werde versuchen, so viel wie möglich einfach nur zu basteln. Und ich würde sagen, wir schneiden erstmal die Figuren aus, damit dieses nervige Weiß erstmal verschwindet, dass wir damit besser arbeiten können. Ja, der Brusthaare sehe ich gerade, alles klar. So, und Weiß geht bitte. Okay, es geht nicht weg, verdammt, okay, hi. Hier würde ich nochmal ran müssen, damit die Haare eben schöner werden. Das mache ich, glaube ich, gleich mal jetzt. Und ich finde, auf dem deutschen Cover von Obsidian sind ja sehr viele diese Lens-Flares und Effekte und so. Und ich finde, mit denen sollten wir auch arbeiten. Deswegen würde ich sagen, gestalten wir das Bild überwiegend aus Lens-Flares und Partikeln und so, die eben alle schön die zwei umgeben. Dachte ich mir jetzt mal so, mal sehen, ob es gut wird, ich habe keine Ahnung. Machen wir erstmal einen Background und zwar habe ich mich für sowas entschieden. Ich werde mich ein bisschen nach dem deutschen Cover richten, also dem deutschen Buchcover und dem englischen Cover so gemischt eben. Finde ich ganz schön eigentlich. Wie gesagt, ich werde jetzt mal schon mal ein paar Lensflares hinzufügen, damit es einfach schön ausschaut. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir einfach mal das da, den Kollegen hier und drehen das irgendwie so, dass es passt. Ja, das gefällt mir echt gut sogar schon. Dann würde ich sagen, das sieht echt scheiße aus mit diesen Abgehackten hier, dass wir vorne noch schon was hin tun. Und zwar würde ich mal sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal hier so und fügen das irgendwie so hin, dass es schön aussieht. Das geht sogar schon voll klar irgendwie. So, das färbe ich jetzt noch ein, damit es eben den anderen Farben entspricht. Sprich, so ein bisschen orange gehalten, aber das wollte ich nicht. So, perfekt. Oh, sieht voll schön aus irgendwie. I'm in love. So, ich finde, man sollte den Kuss nicht sehen. Ich finde das gerade schön, wenn man auf den Filmcovern diese Küsse eben nicht sieht. Und deswegen würde ich sagen, fügen wir dem Ganzen jetzt mal so einen Stern hinzu und machen das so. Ich hoffe, das sieht gut aus, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, man kann das schon sagen, Damon ist ja ein Alien eigentlich so gesehen. Und ich finde, dafür muss er noch ein bisschen leuchten. Dieses Leuchten wird immer so als Flimmern, so ein Blitzflimmern beschrieben, wie so ein Glühwürmchen. Also machen wir doch mal aus Damon einen Blitz, finde ich. Gut Deutsch auf jeden Fall. Das ist voll passend, dass schon dieser Blitz so ein bisschen wellenartig ist. Deswegen können wir den viel besser an die Schulter so dran biegen, wisst ihr, wie ich meine? Oh, das gefällt mir sogar recht gut, ehrlich gesagt. Hier oben noch ein bisschen mehr verformen. Dann, finde ich, müssen die beiden noch ein bisschen mehr in den Vordergrund. Die sind ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Also ein bisschen Klarheit. Ich finde, so Filmplakate, habe ich ja schon letztens gesagt, die sind immer ein bisschen überkontrastiert. Man sieht ja hier, ich kann das so ein bisschen verstellen. Deswegen mache ich es einfach mal so jetzt hier. Sieht schon mal wesentlich besser aus, finde ich. Oh, ich bin voll in love mit dem Cover irgendwie, ne? Ich finde das, diesen Kussstern, können wir noch ein bisschen eindimmen. Hier schon mal den Kreis als Base, diese Mitte, dieses Zentrum. Und sage dann, dass ich das da schön haben will. Noch ein bisschen mehr so. Dann unten ist es so ein bisschen viel Licht mehr. Ich würde sagen, wir fügen unten noch ein bisschen feinere Partikel hinzu, damit das Ganze ein bisschen lebhafter wirkt. Und zwar so. Ich hoffe, das klappt. Okay, es klappt nicht. Naja, egal. Ich füge schon mal die Schrift unten hinzu, also unten dieser Banner mit der Schrift dran. Und zwar schreiben wir jetzt mal einfach mal Obsidian. So, und ich verforme das irgendwie noch, dass es schön ausschaut. So, ich lege jetzt nochmal das Obsidian, so eine Art Partikelfilter drüber, also dieses Ding hier.
damit es noch ein bisschen schöner ausschaut und ein bisschen mehr raussticht noch. Aber so ist ganz schön, glaube ich. Bin mir nicht sicher. So, ich glaube, ich mache den Schriftzug ein bisschen länger, weil das doch sehr lang, finde ich. Und deswegen mache ich den, glaube ich, ein bisschen länger. Ich glaube, das gefällt mir ein Ticken besser. Dann als Untertitel natürlich Schattendunkel. Das, so heißt der erste Band ja auf Deutsch. Und natürlich noch ein bisschen Promo machen für das Buch. So, dann gucke ich nochmal, dass die Abstände zwischen Schattendunkel und Obsidian Bestseller gleich sind ungefähr. Ich glaube, ich verschiebe es noch ein bisschen nach oben, weil ich glaube, das ist schöner. Ich weiß es nicht. Jetzt würde ich ja noch unten hinschreiben, wie eine Motte zum Licht. Denn das ist ja der Slogan auf der Rückseite des Buches von Band 1. Und ich finde, das passt so gut zu diesem Film eben oder zu diesem Buch eben. Und genau, finde ich gleich schon mal gleich viel besser. Ich würde eigentlich jetzt noch diese Schauspielernamen hinschreiben. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie die heißen, wo die herkommen, wer die sind, ich weiß es nicht. Und ich bin eigentlich im Großen und Ganzen total zufrieden mit dem Plakat, muss ich sagen. Also, ich finde das Cover, das Filmplakat ist echt schön geworden. Wie gesagt, die Filmplakate, die als dieses rankommen könnten, sind in der Kommentar. Also, wenn ihr eins davon sehen wollt, einfach dann nach oben gehen für den Kommentar. Der Vorschlag mit den meisten haben noch oben, wird das nächste Filmplakat. Ich hoffe, ein bisschen mit weniger Abstand wie das letzte Video zu dem Video hier. Aber mal gucken, ich kann nichts versprechen. Die Videos sind sehr, sehr aufwendig. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber dann noch oben freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Plakat so findet, was ihr anders gemacht hättet, was toll ist und wie ihr in Zukunft die Videos haben wollt. Ob ich mehr erklären soll, weniger erklären soll, je nachdem, wie ihr das eben haben wollt. Über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.